Der Titel des Kapitels 13 unseres Kurses Esst Weizen, trinkt Milch. Er lautet der Esst Weizen Workout. Bei diesem Kapitel 13, es handelt sich gleichzeitig um den 14. Beitrag innerhalb dieses Kurses, geht es weiterhin darum, Ihnen Lebensqualität zu verbessern, indem Sie eine bessere Verdauung, eine bessere Entgiftung und überhaupt eine bessere Aufnahme des Lebens um sich herum haben. Ich empfehle Ihnen wie immer, dieses Kapitel 13 dann zu rezipieren, wenn Sie die bevorstehenden oder die davorstehenden Kapitel bereits aufgenommen haben, denn es ist immer ganz interessant und wichtig und könnte wichtig sein, diese vorherigen Kapitel als Aufbau des Wissens zum Verständnis dieses Kapitels zu haben. Aber selbstverständlich können Sie auch quer einsteigen und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass diejenigen, die exklusive Leistungen erwarten, nämlich diejenigen, die Abonnenten des Infodienstes AGL Smart sind, hier wiederum im Vorteil sind, denn sie können sich auf der im geschützten Bereich dargestellten Seite einige Dinge, wichtige Dinge, die für den praktischen Umsatz sehr wichtig sind, herunterladen. Ja, und wer jetzt dieses Video sieht und nicht Abonnent von AGL Smart ist, dem empfehle ich doch einfach zu schnuppern, denn AGL Smart ist ein umfassender Infodienst für besseres Leben. Leben ohne Krankheit lautet unsere Überschrift und darin haben Sie bisher schon über 160, 170 Beiträge, die Ihnen das Wissen verbessern, um vielleicht Methoden einzusetzen, um Ihre Gesundheit zu erhalten bzw. Gesundheit wiederzufinden und das alles mit Methoden, die ich hier darstelle, die ich hier wiedergebe, die Sie meistens selbst ganz einfach einsetzen können. Es sind durchweg Methoden, die ohne Risiken und Folgeerkrankungen auskommen und die Sie meistens auch selbst ganz einfach durchführen können. Aber nun lassen Sie uns beginnen mit Esst Weizen Workout. Unser Körper ist für Bewegung geschaffen. Und wenn wir uns nicht bewegen, hat das üble Folgen für das Verdauungssystem. Wie wir inzwischen wissen, braucht das Lymphsystem, das bei Symptomen von Weizen- und Milchintoleranz ja eine Rolle spielt, das haben wir ja schon kennengelernt, zunächst einmal braucht dieses Lymphsystem Muskelkontraktion und Bewegung, um im Fluss zu bleiben. Wenn der Körper nicht jeden Tag genügend Bewegung hat, kann das Lymphsystem sich zusetzen, wie ich schon in anderen Kapiteln geschildert habe. Noch gefährlicher ist vielleicht Gefäße, die Giftstoffe aus dem Gehirn und dem zentralen Nervensystem abtransportieren. Da ist es noch gefährlicher. Eine Verstopfung dieser Gefäße kann unser Denken beeinträchtigen und die Funktion des Nervensystems stören. Die heilsame Wirkung von körperlicher Bewegung kann deutlich gesteigert werden, wenn sie mit der richtigen Atemtechnik kombiniert wird. Wie Sie atmen, entscheidet darüber, wie gut Sie mit Stress umgehen, wie gut Sie verdauen, sowie über die Elastizität Ihres Brustkorbes und die Bewegung in Ihrem Lungensystem. Wenn wir so über Atmung nachdenken, so komme ich zunächst zur Nasenatmung. Was bedeutet das, was sagt die Wissenschaft dazu? Dass die Nasenatmung während des Trainings das parasympathische Nervensystem verstärkt, aktiviert und die Erregung des sympathischen Nervensystems dämpft, das konnte in vielen Studien nachgewiesen werden. Das sympathische Nervensystem ist für den Kampf oder Flucht und für Reaktionen für Kampf oder Flucht zuständig. Und das parasympathische Nervensystem ist sozusagen für die Ruhe zuständig, für Ruhe- und Verdauungsmodus. Wir haben also hier mit unserer Atmung, mit der Nasenatmung, das Ziel, das sympathische Nervensystem zu dämpfen und das parasympathische Nervensystem anzuregen, damit wir mehr Ruhe und bessere Verdauung haben. Dass der Körper entspannt und das Verdauungssystem angeregt wird. Wohingegen beim
Kampf- oder Fluchtmodus der Körper angeregt und die Verdauungsenergie heruntergefahren wird. Das wollen wir nicht. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn Sie im Wald plötzlich auf einen Bären treffen. Sie würden wahrscheinlich heftig nach Luft schnappen, und zwar durch den Mund in die oberen Lungenbereiche hinein. Bei der Mundatmung werden die oberen Lungenflügel mit Luft gefüllt, in denen sich überwiegend Kampf- oder Fluchtrezeptoren befinden. Bei der Nasenatmung wird die Luft durch die Nasenmuscheln gezogen, wie die Miniturbinen wirken, die die Luft bis ganz nach unten in die unteren Lungenflügel drücken, sodass die Parasympathikusrezeptoren aktiviert werden. Nasenatmung verursacht außerdem im Vergleich zur Mundatmung sehr viel mehr ruhige, meditative Alpha-Hirnwellen, wodurch die körperliche Aktivität weniger anstrengend wird. Und schließlich ist bei der Nasenatmung der gesamte Brustkorb beteiligt, der bei jedem Atemzug als Lymphpumpe fungiert. Machen Sie eine Probetour. Gehen Sie spazieren und atmen Sie dabei durch die Nase tief ein und aus. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssten den Mund öffnen, um genug Luft zu bekommen, gehen Sie zu schnell. Gehen Sie langsamer, bis Sie wieder zu Atem kommen und dann in langsamem Tempo weiter. Während Sie durch die Nase atmen, gehen Sie einfach so weiter. Zählen Sie während des Gehens, wie viele Schritte Sie jeweils während des Einatmens durch die Nase machen und wie viele jeweils beim Ausatmen. Versuchen Sie, die Schrittzahl pro Atemzug zu steigern. Erhöhen Sie allmählich und ohne sich anzustrengen bis auf 10 Schritte pro Einatmen und 10 pro Ausatmen. Es geht darum, längere, langsamere und tiefere Atemzüge zu machen, denn das aktiviert das parasympathische Nervensystem. Das Ziel ist, die volle Atemkapazität zu entwickeln, die je nach Ihrem Körpertyp bis zu 20 Schritte beim Atmen und 20 beim Ausatmen erreichen kann. Machen Sie es einfach so gut Sie können und beobachten Sie, wie Ihre Atmung sich verbessert. Das ist eine einfache, aber wichtige Übung. Die meisten von uns merken nicht, dass unser Brustkorb ständig Herz und Lunge einengt. Schon für jedes Einatmen müssen wir unsere Muskeln etwas anstrengen, nur um ein bisschen Luft zu bekommen. Ganz zu schweigen von einem tiefen Atemzug bis hinunter in die unteren Lungenflügel. Infolgedessen atmen viele Menschen flach durch den Mund. 26.000 Mal am Tag. Direkt in die Stressrezeptoren im oberen Brustkorb, die uns einhämmern, dass das Situation wäre. Reden wir über Yoga. Und da möchte ich gleich darauf hinweisen, dass diejenigen, die Abonnenten im Infodienst AG Smart sind, im geschützten Bereich unterhalb dieses Videos einen Link haben, wo sie diese Yoga-Anleitung, über die ich jetzt nicht so detailliert hier sprechen kann, aber deren Bedeutung ich hier erwähnen möchte, wo sie die herunterladen können und nach der sie ganz leicht auch vorgehen können. Also reden wir über Yoga. Beim Yoga wird traditionell tief durch die Nase geatmet. Die tiefe Nasenatmung lässt den Geist still werden, während die Yoga-Haltung den Körper kräftigt und beweglich macht. Der Sonnengruß ist eine Abfolge von Yoga-Haltungen, die besonders gut das Lymphsystem wieder in Fluss bringen und das Verdauungssystem stärken. Und gerade die Anleitung zum Sonnengruß können Sie unterhalb des Videos im geschützten Bereich, also für die Abonnenten von AG Smart, herunterladen und danach vorgehen. Der Sonnengruß ist eine Abfolge von Beuge- und Dehnhaltungen, die mit dem Ein- und Ausatmen durch die Nase koordiniert werden. Während der Körper in die Dehnung geht oder sich nach hinten lehnt, wird der Atem tief durch die Nase eingezogen. Beim Vorbeugen des Körpers wird die Luft vollständig ausgeatmet. Insgesamt haben wir es also mit 6 Haltungen zu tun, 6 ein- und 6-mal zum Ausatmen. Beim Sonnengruß liegt das Gewicht auf der Beziehung zwischen Magen und Brustkorb und seine Wirkung ist ähnlich heilsam wie beim Lösen des Magens, wie wir das in Kapitel 10 bereits gelernt haben. Die Wirkungen
Dieser Yoga-Sequenz waren Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen. Erster Schritt: Sonnengruß. Diese klassische Yoga-Sequenz hat verschiedene heilsame Wirkungen, die die Verdauungsenergie und den Lymphfluss steigern. Damit jeder sie durchführen kann, beschreibe ich sie ganz genau für diejenigen, die im Agilsmart Abonnenten sind, und sie können sich das downloaden, wie ich es bereits schon gesagt habe. Führen Sie zu Beginn Ihres Est-Weizen-Workouts 5 bis 10 Minuten lang eine solche Yoga-Übung durch, die ich Sonnengruß genannt habe. Schritt 2. Fangen Sie langsam an und atmen Sie tief. In den nächsten 5 Minuten ist erst einmal ganz sanftes Training angesagt. Das könnte langsames, rhythmisches Gehen oder Radfahren sein. Fangen Sie an, langsam und tief zu atmen. So lange und tief Sie überhaupt durch die Nase atmen können. Machen Sie ganz bewusst eine kleine Pause zwischen dem Ein- und Ausatmen. Hier trainieren wir zuerst die Lungen, denn das tiefe Atmen erfordert viel mehr Anstrengung als das Gehen selbst. Schritt 3. Steigern Sie ganz allmählich die Intensität. Gehen, laufen oder fahren Sie allmählich schneller. Während Sie das Tempo steigern, versuchen Sie den Rhythmus der langsamen Nasenatmung aus dem Schritt 2 beizubehalten, ebenso wie die kurze Pause zwischen dem Ein- und Ausatmen durch die Nase. Wenn sich die Pause mit zunehmendem Tempo verkürzt und Sie das Bedürfnis haben, rascher zu atmen oder den Mund zu öffnen, sind Sie zu schnell. Verlangsamen Sie das Tempo und kehren Sie zu Ihrem ursprünglichen Atemrhythmus. Zu Ihrem ursprünglichen Atemrhythmus wieder erreicht haben und wieder die kurze Pause zwischen den Atemzügen machen können, beschleunigen Sie. Beschleunigen Sie allmählich und trainieren Sie das so ca. 15 Minuten lang. Schritt 4. Bewegen Sie sich wie ein Kind. Im nächsten Teil des Est-Weizen-Workouts müssen Sie bis 15 oder 60 Sekunden lang schnell laufen und dabei tief durch die Nase atmen. Richten Sie sich bei der Länge Ihres Sprintes nach Ihrem Fitnessniveau ein. Zwischen den Sprints dürfen Sie jeweils eine Minute langsamer laufen oder sich ausruhen. Wenn Sie zum Beispiel auf der Bahn laufen, sprinten Sie 15 Sekunden lang, so schnell Sie können, und wechseln Sie dann zu einer Minute langsamem Gehen. Sprinten Sie dann wieder 15 Sekunden lang und wechseln Sie wieder zu einer Minute langsamem Gehen. Wiederholen Sie das weitere zweimal, sodass Sie auf mindestens 4 Runden kommen. Wenn Sie allmählich besser atmen und fitter werden, können Sie die Dauer des Sprints auf maximal 60 Sekunden erhöhen. Das ist der lymphanregende Teil des Workouts. Dabei wird die Intensität gesteigert, die für die volle Kontraktion und Entspannung von Brustkorb und Zwerchfell notwendig ist. Dieser Schritt dauert nur 5 bis 8 Minuten. Sprint muss es nicht unbedingt sein. Laufen könnte es bedeuten, Sie können dafür Hampelmänner machen und oder auf dem Heimtrainer fahren. Ihre Kreativität ist keine Grenze gesetzt. Es geht darum, die Muskelfasern für schnelle Bewegungsabläufe zu benutzen, statt der Muskelfasern für langsame Bewegungsabläufe, die wir beim Yoga oder Wandern brauchen. Schritt 5. Kühlen Sie ab. Wiederholen Sie jetzt 5 Minuten lang den Sonnengruß, um den Workout abzuschließen. Damit hätten wir die Schritte absolviert. Warum auf diese Weise trainieren? Fragen Sie irgendein gesundes Kind von 10 Jahren, wann es das letzte Mal so schnell gerannt ist, wie es konnte. Und dann fragen Sie einen 50-Jährigen dasselbe. Das Kind würde wahrscheinlich sagen, ich bin hierher gerannt. Der 50-Jährige sagt vielleicht, das ist ein Weilchen her. Ich glaube, ich würde zusammenklappen. Mit zunehmendem Alter werden wir langsamer und benutzen überwiegend unsere Muskelfasern für langsame Bewegungsabläufe. Es sind jedoch die Muskelfasern für schnelle Bewegungsabläufe, die den Zucker in die Muskeln und aus dem Blut treiben und gleichzeitig das Lymphsystem durchspülen.
In einer Studie wurde eine Stunde, nachdem die Teilnehmer ein Sprintsekunden absolviert hatten, das Wachstumshormon gemessen. Und es zeigte sich, dass der Wert 10-mal höher war als vor dem Sprint. Vielleicht rennen Kinder deswegen, das Wachstumshormon lässt sie wachsen und gedeihen. Zwischen dem Wachstumshormon, das ist auch oft als HGH-Hormon oder Jugendhormon bekannt, ist, es sinkt ab dem 30. Lebensjahr ungefähr. Und dazu besteht ein Zusammenhang zwischen Alterung und HGH-Hormon. Aktivierung des HGH durch sportliche Tätigkeit trägt dazu bei, den Körper wieder jünger und elastischer zu machen. Genetisch sind wir nicht für eine sitzende Lebensweise geeignet. Stundenlanges Sitzen am Schreibtisch verursacht erhebliche Probleme für den Lymphfluss, die die Symptome von Weizen- und Milchunverträglichkeiten nur verschärfen. Leider reicht, wenn Sie nicht zu den älteren Jahrgängen gehören, ein gemächlicher Spaziergang nicht aus. Zum Glück haben Sie mit dieser einfachen Yoga-Sequenz in Kombination mit einem Training der Muskelfasern für schnelle Bewegungsabläufe bei gleichzeitiger Nasentiefenatmung alles, was Sie brauchen. Die Kombination dieser beiden Trainingsmethoden bietet eine Fülle heilsamer Wirkungen. Wirkungen für Ihre Verdauungsgesundheit und es liefert gleichzeitig eine Prise des Jungbrunnen-Hormons HGH.